1. Oktober, Lufthansa Miles & More, Meilen-Highlights, natürlich und ganz wichtig, Meilenschnäppchen, eine kleine Vorschau von dem, was uns diesen Monat erwartet. Dann gibt es natürlich Neuigkeiten aus dem Lufthansa In-Flight-Shopping. Ja, ganz genau, das ist wieder möglich. Dann gibt es besonderes Special, die neue Lufthansa-Kofferkollektion. Dazu hatte ich ja ein Video schon gemacht und andere Themen, wo ihr mehr Meilen sammeln könnt, wenn ihr bei Miles & More sammelt. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An diesem heiligen Samstag haben wir für euch natürlich die Meilen-Highlights des Oktobers. Ihr wisst ja, wie immer, am 1. des Monats geht es los. Besonders heute ist ja spannend natürlich, wir haben ein Wochenende, deshalb sind die Meilen-Highlights mit dem Meilen-Schnäppchen besonders interessant. Wir werden erst Montag wissen, wenn die freigeschaltet werden, falls sich nichts bei Lufthansa Miles & More ändert und am Montag jemand den Knopf drückt. Aber so haben wir zumindest schon mal eine Info, was passiert. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, was ihr von den Meilen-Highlights haltet. Das erste Thema ist Lufthansa In-Flight Shopping. Und dieses In-Flight Shopping ist ja immer wieder ein Genuss. Ja, manchmal mache ich es auch, weil mir langweilig ist. Aber ihr wisst, wie das ist. Seit dem 12. September ist In-Flight Shopping bei Lufthansa wieder möglich. Und ihr könnt, naja, sie sagen exklusive Reiseartikel kaufen, bestellen, machen und tun. Bluetooth-Kopfhörer von Bose, also alles Mögliche, was es da gibt. Auch aus der Upcycling Collection gibt es da einige kreative Sachen. Meilen sammeln ist natürlich ganz spannend. Warum? Die Bezahlung erfolgt entweder über eine gängige Kreditkarte, aber wer ist denn so doof und nützt nicht die Miles & More Service-Karte mit eurem Status drauf? Da kriegt ihr natürlich die Miles & More Kreditkarte, gibt natürlich pro Euro mindestens eine Prämienmeile, die gut geschrieben wird, wenn ihr die Businesskarte habt. Wenn ihr die private habt, ist es natürlich, ihr kennt das Spiel ja schon, zusätzlich dann nochmal pro 2 Euro eine Meile. Ihr könnt natürlich auch Meilen einlösen. Gegen die der Vorlage der Kreditkarte könnt ihr dann Teilnehmprämienmeilen vollständig einlösen. Und das geht ja dann auch beim In-Flight-Shopping. Ihr könnt das natürlich auch anteilig machen, wenn ihr sagt, hey, Cash and Miles ist eine geile Geschichte. Aktionszeitraum ist 31.11. ist dann Ende, also 1.10. bis 31.11. 2 Monate. Coole Sache, ne? Die erste Aktion. Und wir haben natürlich über die Kreditkarte gerade gesprochen. Es gibt bis zu 15.000 Prämienmeilen auf die Zusatzpakete, die kennt ihr ja schon und ich gehe nochmal drauf ein. Wer im Oktober, November das Ganze abschließt, kann da bis zu 15.000 Prämienmeilen bekommen. Für die Versicherungspakete je 1.500 Prämienmeilen als Willkommensbonus. Ja, Miles & Plus, schneller zur Wunschprämie durch eine zusätzliche Prämienmeile für jeden umgesetzten Euro. Das ist bis zu 15.000, ganz klar. Dann 1.500 Prämienmeilen für Travel Security, heißt also zum Beispiel Leistung bei Gepäckverlust oder Beschädigungen, Reiseunannehmlichkeiten und Unfällen. 1.500 Prämienmeilen für Shopping Guarantee, Schutz beim Kauf von Elektrogeräten. 1.500 Meilen für Internet Protection, für Schutz bei Cybermobbing, Identitätsdiebstahl oder Datendiebstahl, Zahlungsmittel, Datendiebstahl oder ähnliches, aber nur für Privatkunden buchbar. Dann gibt es noch das Versicherungsupgrade Gold. Das ist nur für die Miles & More Gold Kreditkarte und die Statuskarten mit Kreditkartenfunktion. Da gibt es auch 1.500 Prämienmeilen. Ihr habt damit natürlich eine höhere Schadenssumme und den Wegfall der Selbstbeteiligung. Auch vielleicht für den einen oder anderen interessant. Interessanter sind, ja, ich gebe es ja zu, sind die Meilenschnäppchen. Da wollen wir jetzt auch gar nicht lange drum rumreden. Wir hatten ja in dem Call vor 2 Tagen die Frage, ob New York dabei ist. Ich kann euch solche Fragen nicht beantworten. Ich darf die Fragen auch gar nicht beantworten, weil wir erst ab 1. des Monats darüber berichten dürfen. Deshalb Verständnis.
Business Class geht nach Luxemburg und nach Lyon. Hin- und Rückflug, Buchungszeitraum 4.10. bis 31.10. Reisezeitraum 15.11. bis 31.12. 25.000 Prämienmeilen. Ist auch ein guter Scheiß, wenn man da teure Tickets hat. Wobei Luxemburg ist natürlich relativ kurzer Flug, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Mexico City, Hin- und Rückflug. Buchungszeitraum ist der 4.10. und der 31.10. wie immer. Ganz wichtig, jetzt fällt mir auch gerade auf, ab 4.10., also kommen die Sachen ja auch erst ab 4.10. Wir haben Montag ja Tag der Deutschen Einheit. Deshalb kriegt ihr auch die Sachen ja erst am Dienstag. Wie konnte ich nur vergessen? Kaum ist man nicht in Deutschland, vergisst man den Tag der Deutschen Einheit, wobei wir das ja in Abu Dhabi immer in der Botschaft gefeiert haben. Da gab es nämlich, was gab es da mal für Bier? Gab es Becks, glaube ich, einmal. Das war ein Skandal. Aber das Ziel wäre Mexiko, 60.000 Punkte. Und ihr habt ja auch mitgekriegt, 15.01. bis 28.02. ist der Reisezeitraum, also bei den Langstrecken etwas anders als bei den Kurzstrecken. Tokio ist das ähnlich. In Tokio sind 70.000 Meilen, aber auch derselbe Reisezeitraum mit 15.01. bis 28.02. Und 4.10. bis 31.10. Buchungszeitraum ist bei allen gleich. Premium Economy, Buchungszeitraum sage ich gar nicht mehr, das habt ihr euch ja merken können. Ist in, nach Bahrain 15.01. bis 28.02. 30.000 Prämienmeilen. Dann nach Montreal ist das auch 40.000. Und Seattle ist übrigens auch dabei. Ja, 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 ja. New York leider nicht. Kann aber sein. Ist ja nur eine Auswahl. Deshalb. Aber ansonsten in der Economy geht natürlich auch Paris und Krakau mit 15.000 Punkten. Hier ist wieder der Reisezeitraum 15.11. bis 31.12. Tokio, wer sagt, ich will nicht in der Premium Economy, war es, ne? Nee, Business Class sogar. Ich will in der Economy fliegen, dann kostet das Ganze nur 40.000. Auch wieder Hin- und Rückflug. Und denkt natürlich dran, diese Prämienmeilen, da kommen natürlich Steuern dazu. Es kommen auch natürlich YQs, Treibstoffzuschläge und alles Mögliche dazu. Also, da kommt noch Geld oben drauf. Geile Ziele, oder? Was sagt ihr dazu? Ich find's cool. Schreibt doch unten rein, was ihr von den Meilen-Schnäppchen haltet. Und ich bin mal gespannt, was ihr bucht. Vielleicht sehen wir uns irgendwo. Ich muss mal überlegen, ob ich mir auch mal ein Schnäppchen reindrehe. Weil gerade bei der Business Class, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Flug nach Tokio, 70.000 Prämienmeilen, jetzt wo Tokio wieder aufmacht. Also Japan, schon geil. Also muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ja, das ist richtig cool. Dann geht es weiter, Miles and More. Und zwar Miles & More Deals Update. Ab sofort versorgt euch Bastian Neumann-Semeroff, das ist der Pressesprecher, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Lufthansa Miles & More und seinen Deals Update jeden Monat mit den besten Angeboten. Und ihr bekommt die neue Folge auf dem Miles & More YouTube-Kanal und im Bereich Meilen sammeln und Meilen einlösen. Ich verlinke das mal hier, den Kanal, und ich zeige euch mal ein bisschen, was der Reisereporter, glaube ich, so hat er sich genannt, schon mal gezeigt hat. Hallo, ich bin's wieder, Bastian, und ich begrüße Sie zum neuen Miles & More Update. Hier gibt's für Sie ab sofort einmal im Quartal die wichtigsten News aus dem Miles & More Universum. Kurz, relevant und praktisch, auch zum Informieren für unterwegs. In Zukunft werde ich Ihnen zeigen, was unser Programm zu bieten hat. Ihre wichtigsten Fragen klären, viele spannende Gäste begrüßen und natürlich bin ich für Sie auch unterwegs. Mit den Eindrücken von dem Video lasse ich euch jetzt alleine, aber wir gehen weiter in den Deals. Da gucken wir direkt mal rein. Mit MilesPay könnt ihr Meilen einlösen und einen Shoppingtrip nach New York gewinnen. Und hier ist jetzt New York mit dabei. Wer in dem Zeitraum vom 1.10. bis zum 31.12. zweimal mindestens 14.000 Prämienmeilen mit MilesPay einlöst, ist automatisch im Lostopf und sichert sich die Chance auf 4 Tage in New York für 2 Personen inklusive Business-Class-Flug, 5-Sterne-Hotel und 1.000 Euro Taschengeld. Außerdem erwartet den Gewinner Highlights wie beispielsweise ein Helikopterflug oder ein Dinner-Cruise auf dem Hudson River. So, jetzt lasst uns mal kurz auf MilesPay eingehen, was die Vorteile sind im Überblick. Weltweit überall Meilen einlösen, wo Mastercard akzeptiert wird. Beiträge anteilig oder vollständig mit Meilen begleichen ab einem Mindestwert von 10 Euro. Ja, wichtig. Ab einem Wert von 100 Euro 22% Meilenersparnis sichern und beim Einlösen von Prämienmeilen direkt neue Meilen sammeln. Klingt doch toll, oder nicht? Jetzt kommt es natürlich auch zum Sammeln. Bis zu 50-fache Prämienmeilen bei ausgewählten Partnern
könnt ihr bekommen. Shop des Monats ist mit 10-fach Meilen Logten. Ich weiß aber gar nicht. Mario macht sich mal lustig darüber, wie ich das ausspreche. Aber ich glaube, es heißt doch Logten. Egal wie dem auch sei, auf jeden Fall gibt es dort 10-fache Meilen. Noch mehr Meilen gibt es auch bei Otto. 3-fache Meilen am 22. bis zum 23.10. sogar 8-fache Meilen. Wer Kfz-Teile24.de benutzt zum Bestellen, kriegt 5-fache Meilen und auch am 22. bis 23.10. sogar 10-fache Meilen. Finanznet Zero, keine Ahnung, warum da Zero steht, aber finanz.net. 5.000 Meilen für die Depotöffnung, aber nur für Neukunden und 50-fache Meilen bei NordVPN. 10-fache Meilen gibt es bei Barbour, IT Cosmetics oder ist es IT Cosmetics? Ich weiß nicht, IT Cosmetics, IT Cosmetics, keine Ahnung. Und bei Ray-Ban und Peter Hahn. Aktionszeitraum hier 1.10. bis 31.10. Endlich mal eine Aktion, die auch nur den Monat geht, ne? Weil sonst war das ja immer so lange. Dann geht es weiter bei Miles & More bis zu 10-fache oder bis zu 42.000 Prämienmeilen gesammeln bei ausgewählten Partnern. Im Oktober können Teilnehmer bei attraktiven Partnern aus dem Bereich Airline, Reisen, Finanzen und Shopping bis zu 10-fache Meilen oder bis zu 42.000 Prämienmeilen sammeln. Ja. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wo kriege ich 42.000 Prämien? FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die könnt ihr natürlich direkt bestellen. Media Shop Connectar bis zu 10.000 Meilen. Windham 2.000 Meilen. Shell 25% Meilen extra. Solid West von DJE Capital 1% der Anlagesumme. Dann geht es weiter. 10-fache Meilen bei HS, das Hotelportal. Logten hatte ich ja schon genannt. peterhahn.de. Und dann 6-fache Meilen bei Europcar, 4-fache Meilen Gutscheine von Cadus und Lotto.de, 3-fache Meilen bei Booking.com, Amazon, Otto und Value Retail. Aktionszeitraum auch hier 1.10. bis 31.10. Dann gibt es Top-Angebote bei Sixt. Das Angebot ist für den Buchungszeitraum 1.10. bis 31.10. Anmietzeitraum auch 1.10. bis 30.11.2022. Da gibt es Punkte, da kommt es darauf an, wie viele Tage ihr das bucht. 500 Meilen für einen Tag, 1.000 für zwei, also im Prinzip geht es weiter hoch. Und 5.000 Meilen maximal ab 10 Tagen. Wer sich über das Status-Matching kostenfrei als Sixt-Statuskunde anmeldet, profitiert als Miles & More Teilnehmer von vielen Sixt-Vorteilen. Zudem sammeln Teilnehmer bis Ende Oktober bis zu 10-fache Prämienmeilen bei einer Anmietung eines Fahrzeugs. Ja, geil. Ich habe zweimal ein Fahrzeug angemietet im Zeitraum. Ich glaube, ich muss die Buchung ändern. Gucken wir einfach mal, weil Buchungszeitraum ist ja 1.10. bis 31.10. Und das Auto in Düsseldorf habe ich eine Woche und ich habe in Los Angeles über 10 Tage. Also, das ist doch geil. Da kann ich nochmal direkt Meilen mitnehmen. Bei 7 Tagen sind es 3,5, sind nochmal 5, sind 8.500 Meilen. Einfach mal so nebenbei mitgeswiped. Wer bei Best Western übernachtet, kriegt natürlich auch für Aufenthalte Meilen. 500 Meilen für jeden regulären Aufenthalt, zusätzliche 500 Meilen für den ersten Aufenthalt. Dann geht es zusätzlich weiter mit 1.000 Meilen für den zweiten, 1.500 für den dritten Aufenthalt. Aktionszeitraum und Aufenthaltszeitraum ist der 1.10. bis 31.12., also ein etwas längerer Zeitraum. Und der Reisezeitraum logischerweise auch 1.10. bis 31.12. Jetzt kommt noch ein Thema, und zwar die neue Lufthansa Aluminium-Kollektion. Ich habe den Koffer da. Hoffe ich, dass das nicht zu sehr blendet. Geil, ne? Ja, der Koffer, den könnt ihr haben und kaufen bei Lufthansa. Ich zeige das voll jetzt wie so eine 3D-Ansicht. Ah, ihr habt das gesehen, der Griff. Geil, oder? Ja, also, Koffer wieder hingestellt. Den könnt ihr jetzt kaufen, die Aluminium-Kollektion. Ich habe es ja für euch auch getestet. Ich werde auch hier gucken, ob ich das verlinken kann. Ansonsten am Ende des Videos, was wir jetzt erreicht haben. Der Koffer ist aus 100% Aluminium, gibt es in drei Größen, S, M und L. Was gibt es noch? Die Kauferkollektion ist ab 123.000 Prämienmeilen oder alternativ über die Cash and Miles Option sowie Barzahlung erhältlich. 459 Euro, der kleine Koffer 529, glaube ich, der mittlere und 579 der große, aber schlagt mich nicht, wenn die Preise falsch sind. Habe ich jetzt aus dem Lameng herausgemacht, im Video habe ich es aber richtig gesagt.
So, das war wie immer das Update für euch. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen. Und vielleicht guckt ihr ja einmal bei unseren Live-Videos mit rein, wo ich eure Fragen direkt beantworte. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und vielleicht bis heute Abend. Ich muss mal gucken. Aber ich habe ja Stammtisch heute. Berlin. Also, bis dann. Ciao.